Flüchtlinge halten derzeit Salzburg in Atem. Polizei, österreichische Bundesbahnen, Caritas, österreichisches Bundesheer und freiwillige Helfer und Rotes Kreuz bemühen sich um hunderte Flüchtlinge, die täglich, ja sogar stündlich ankommen. In der Sportanlage Liefering trainiert Günther Matzinger, Paralympics-Goldmedaillengewinner in London von 2012, mit dem Kriegsflüchtling Zakaria Neli. Hallo, mein Name ist Günther Matzinger, ich bin Leichtathlet, 400- und 800-Meter-Läufer. Ich habe in London bei den Paralympics teilgenommen, dort den ersten Platz über 400- und 800 Meter erreicht und bereite mich zurzeit auf die Weltmeisterschaft vor, bis Ende Oktober in Katar. Und das große Ziel ist natürlich dann die Paralympics nächstes Jahr in Rio. Mein Name ist Zakaria Neli, ich komme aus Syrien und meine persönliche Bestleistung für 100 Meter ist 10,30. Der Syrer ist nicht nur ein Topläufer, sondern auch ein Künstler. Er fertigt Bilder aus Glassteinen. Nach seiner Flucht aus Syrien hat er 1,5 Jahre in der Türkei davon gelebt. Wir haben jetzt die zweite Trainingswoche und wir werden uns jetzt Schritt für Schritt auf die Salzburger und die österreichischen Meisterschaften vorbereiten. Ich hoffe, dass ich ein gutes Training habe und möchte mich auf die österreichischen Meisterschaften im 100-Meter-Lauf vorbereiten. Das hier ist ein Beispiel für viele. Und noch viele werden folgen, aber es werden auch noch viele Flüchtlinge kommen und es ist kein Ende abzusehen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Open Studio. Wieder einmal darf ich Gast bei Ihnen zu Hause sein. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Flüchtlinge, wie Sie ja schon im Vorspann gesehen haben. Flüchtlinge bewegt im Moment ganz Österreich und es ist auch für mich sehr bewegend. Heute in der Früh war ich am Bahnhof und habe mir die Situation angeschaut. Flüchtlinge sind allgegenwärtig und viele von ihnen werden durchgeschleust, gehen durch Österreich durch und andere wollen bleiben. Und ich mag diese Willkommenskultur Österreichs sehr gerne. Was ist denn dann, wenn die Flüchtlinge bleiben? Das ist also heute unser Gesprächsthema hier. Und ich begrüße meine Gäste recht herzlich und bin eigentlich auf diese Spur gekommen, wie denn Integration in Österreich gelingen kann und meiner Meinung nach auch schon sehr oft gelingt. Und bitte meine Gäste, sich jetzt zunächst einmal selber vorzustellen. Ja, hallo, danke für die Einladung heute ins Studio. Mein Name ist Günther Matzinger. Ich bin Sportler, genau gesagt Leichtathlet. Mache den Sport seit gut 20 Jahren mittlerweile und konzentriere mich auf die 400 Meter und die 800 Meter. Hatte meinen größten Erfolg vor genau 3 Jahren eigentlich bei den Paralympics in London, wo ich beide Strecken, also die 4 und die 800 Meter, gewinnen konnte und bin eigentlich seitdem oder seit kurz danach Profisportler und konzentriere mich zurzeit voll auf den Sport. Danke, dann bitte ich dich, dass du dich vorstellst. Ich sage, man sagt, man habe ich
طبعا شيء اسمي زكريا الحالي من سوريا من مدينة حمص العمر 26 سنة. Ich darf noch dazu sagen, wir haben also heute hier einen Übersetzer aus dem Arabischen, der uns hilft. Genau, also ich werde übersetzen. Also Zakaria sagt, also, dass er 26 ist und aus Syrien geflüchtet ist. بطل ألعاب قوى في 100 و 200 متر شاركت ببطولات في سوريا وشاركت على مستوى العرب معي بطولتين عربيات. Also er ist auch Sportler, hat was Gemeinsames. Er läuft also 100, 200 Meter Sprint. Er ist in Syrien professionell, also professioneller Laufer gelaufen und auch in anderen arabischen Ländern. صاحب رقم مقياس السورة بالمئة والمئتين متر بفئة الناشئين والشباب والرجال. Also 100 und 200 Meter bei den Männern ist er mitgelaufen in Syrien. Danke. Und bitte, wenn du dich auch noch vorstellst. Okay. Ich bin der Adam Eskin. Ich bin gebürtiger Salzburger, bin 25, studiere Religionspädagogik und ja, bin ehrenamtlich auch in verschiedenen Vereinen dabei und beschäftige mich seit Wochen auch mit dieser Flüchtlingssache und bin heute zu Gast da. Danke. Ja, meine Frage ist, wir sind bunt gewürfelt. Wie kommt es, dass ihr beide miteinander seid und auch miteinander trainiert? Ja, die Sache, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, hat sie eigentlich vor, ich glaube, war 2 Wochen ungefähr ergeben. Habe ich einen Anruf bekommen von der Martina Berthold, die gesagt hat, wir hätten einen Flüchtling, der Sportler ist und der sucht eine Trainingsmöglichkeit, ob wir da was machen können. Und eingefädelt hat das Ganze ja der Franz Braha, der Lagerleiter in der Schwarzenberg-Kaserne, der gesehen hat, dass der Zakaria Sportler, Sprinter ist und schaut, dass er, ob er da irgendwie eine Möglichkeit hat, Anschluss zu finden oder eine Trainingsmöglichkeit. Und ja, ich habe gesagt, er soll einfach vorbeikommen beim Training, wir können da gern was machen. Bei uns ist jeder willkommen im Verein. Ich bin beim ÖTB Salzburg, wir trainieren da am Salzachsee. Und jeder, der Leichtathletik ernsthaft betreiben will und da mit einem Leistungsgedanken dabei ist, der kann gern zu uns ins Training kommen. Und deswegen war der Zakaria von Anfang an da willkommen. Danke. Magst du ihn mal kurz noch übersetzen, dass er... هو سأل يعني كيف التقيتوا مع بعض و يعني شو أنت بتريد تقول كيف أنا كثير مبسوط أول شيء لأن التقيت بطل رياضي وعلى مستوى أولمبي. Also er ist sehr erfreut, dass er überhaupt diese Möglichkeit bekommen hat, dass er mittrainieren kann. بالوقت اللي أنا محتاج فيه إنه حدا يكون واقف حدي بالبلد الجديد اللي هي النمسا. Also er hat auch gesagt, dass er jemanden auf seiner Seite braucht, sozusagen, mit dem er trainieren kann in einer neuen Stadt, in der er angekommen ist. Also er ist auch sehr erfreut, weil es einfach seine Leidenschaft ist, das Laufen. Ich habe erfahren, glaube ich, seit seinem 12. Lebensjahr oder... واش لوف تا ايمت بلشت الرقد يعني بسنة 2001 بلشت كان عمري 9 سنين تقريبا او 9 سنين also schon früher auch auch schon mit 8 Jahren und 2011 hat er 2001 hat er begonnen sozusagen. Und wie muss man sich das vorstellen in Syrien? Ist das ein Teil in der Schule oder gibt es da so Sportvereine wie bei uns? يعني كيف هذا بسوريا؟ كيف بلشت؟ بالمكتب؟ برا؟ بالبيت؟ يعني كيف؟ أول شيء بلشت بالمدرسة شافني مدربي اللي هو بقي معي تقريبا فترة 10 سنين. Also am Anfang hat das sein Lehrer, Volksschullehrer sozusagen, mitbekommen. بعدين شاركت بالبطولة في المحافظات بطولة محافظات بعدين بلشت ببطولة الجمهورية وسيطرت عليها تقريبا مدة 10 سنين متتالية Und dann hat er also bei Meisterschaften
mitgemacht und dann war er auch im Nationalteam. Mhm. حصلت على رقم قياسي في فئة الناشئين تحت ال 15 سنة وتحت ال 18 سنة وحتى مرحلة الرجال. Also er war auch unter den 15-Jährigen auch an erster Linie sozusagen. Was mich jetzt interessiert, wie klappt das bei euch jetzt überhaupt mit dem Training, wenn du keine Übersetzer hast? Na, also der Zacharia spricht ja ein bisschen Englisch auch und so schwierig ist das dann nicht, dass man sich das da ein bisschen, dass man da kommuniziert und ausmacht, was heute trainiert wird. Die Übungen sind ja international bekannt, also da bringt er ja genug Kenntnisse aus dem Sport mit, der macht das seit genauso lang wie ich eigentlich. Und wenn ich sage, jetzt machen wir Anfersen oder Skipping, ja, dann versteht er das vielleicht nicht, aber dann zeige ich es einmal vor und dann weiß er sofort, was gemeint ist. Ja. Und zurzeit machen wir so, dass ich ein bisschen das Training steuere und vorgib und sage, welche Läufe zu laufen sind, in welcher Zeit, mit wie viel Pause. Und das ist auf Englisch auch kein Problem. Also das funktioniert ganz gut. Gibt es da mal Rückmeldung? Mhm. Also eine hohe Karl Sal schief dort auch noch schon beim Training. Und Karl ja diese hohe Bekollektion und dem Abtefen, wie fahre ich auch und der Tare ja nicht. Ich bin da. Da ist wirklich ein bisschen mehr Betämmerung. بعض الأحيان وقت اللي بيحكي معي باللغة الإنجليزية بما انه احنا بسوريا اللغة الثانية هي الإنجليزية بعض الأحيان ما بفهم عليه بقى بصير يأشر لي ايه also die zweite Sprache die sie in Syrien gelernt haben war Englisch und wie auch er gesagt hat sobald es sich um Wörter handelt die er nicht kennt dann zeigt es er vor und er kennt sich schon aus und ist natürlich eine gute Möglichkeit um Deutsch zu lernen ja. Der Sport also du hast schon ein bisschen gelernt Laufschule? Laufschule, ja. Zum Beispiel. Okay. Möchtest du in Österreich bleiben? تريد تطلع من النمسا؟ ايه اكيد انا جيت على النمسا خصوصا بانه بلد يعني كثير حلو اول شيء، ثاني شيء انا كنت يعني بحكم الشغل اللي انا بشتغله غير الرياضه اللي هو الفن فنان موزاييك. النمسا هي بلد الأول بالنسبة لي يعني إني ضلني فيها. Also er sagt, dass er gezielt nach Österreich gekommen ist und gerne hier bleiben möchte, auch außerhalb seines Hobby oder Leidenschaft laufen an seinem Mosaik, also an seinem Beruf, sieht auch tolle Möglichkeiten in Österreich. Da mit dem Mosaik, ja? Ja. Also du bist Künstler, ich habe ein paar Bilder gesehen von dir. Mal schauen, dass die Technik jetzt diese Bilder einspielt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommst du zu diesen Bildern? Inspiration oder hast du eine Vorlage? يعني الفانتا معك الموزايك يعني إيش كيف جيت لهذا الشغلة يعني من وين بتشوف شيء من أين بترسم هذا يعني؟ أنا أول ما بلشت بالموزايك كنت بالمدرسة. بلشت فيها بقطع ورق أول شيء بعدين طولت شوي صرت أرسم بعدين صرت أرسم على الجداريات Also begonnen zuerst in der Schule mit Zeichnen dann hat sich das so weit erweitert dass mit Steinen بعدين لما طلعت على تركيا عن طريق صديقي قعدت عنده ورحنا على شركة موزايك واشتغلت فيها بالموزايك Wie er dann, also nach diesen Geschehnissen in Syrien, in die Türkei geflüchtet ist, hat er sich bei einer Firma beworben, die diese Mosaikbilder sozusagen entwerfen. Aktar lohat, die ich an fakir fiha, tutla, yani, kun sahan bil leil, ma'a l'ahel, au masna ma'a l'asdiqa. Lohat, die ich bichtar bibali, mumkin arsumha ala warra ba'atin. طبقها موزايك ممكن تكون صورة معروفة أو مشهورة ورجعنا نشتغل عليها. Und wir also diese Inspiration bekommt, sagt er, dass oft am Abend, wenn mit der Familie sitzt,
Und dann inspiriert er sich an etwas Neues oder an Bilder, die schon zum Beispiel vorhanden sind, aber nicht auf Mosaiksteinen. Und so macht er seine Sache sozusagen. Und wie macht man das? Stein für Stein kleben? بتحط كل حجرة يعني كل واحدة على واحدة لا كيف تعمل؟ هلا بيجيني هلا إحنا عنا بالموزيك في أزاز بيجي ملون وأنا بيجي بقطعه كل لون لحال وبعلش بحط الغيري وبصير لزق قطعة قطعة حسب الألوان الموجودة عندي. Genau, also sie bekommen bunte Steine, also vorlackiert sozusagen. Und er schneidet diese Steine und jedes einzelne pickt er dann nebeneinander an. Okay. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, von der österreichischen Seite, ist Sport ein guter Weg für Integration von Flüchtlingen? Wie siehst du das? Ich sehe das, das ist ein super Weg, für, super zur, Weg zur Integration. Ich war ja selber auch viel im Ausland, ja, nicht als Flüchtling, also sicher in einer anderen Situation und hat es um einiges leichter. Aber ich bin in Amerika ein Jahr lang zur Schule gegangen in den USA, war ein halbes Jahr in Spanien, habe dort studiert, ein halbes Jahr in China gewesen, war in England ein paar Monate. Und habe eigentlich überall dort auch meinen Sport gemacht, Leichtathletik. Und eines der ersten Sachen, die ich in jedem Land gemacht habe, war, dass ich auf dem Sportplatz gegangen bin und dort trainiert habe und geschaut, wo gibt es eine Trainingsmöglichkeit. Und es war immer so, dass ich dann sofort ins Gespräch gekommen bin mit anderen Sportlern, mit Leuten, die dort trainiert haben. Und selbst wenn ich die Sprache nicht perfekt gekannt habe, da war immer sofort eine Verständigung da und man fragt, ja, was ist deine Bestleistung und welche Distanz laufst du und toll, ja, und kommt zum Training. Und man hat immer sofort Anschluss gefunden und das war für mich ja, eine super Erfahrung im Ausland. Und bin mir sicher, in Zakaria geht es genauso. Ja. Über den Sport ist einfach eine Möglichkeit da, Leute kennenzulernen, neue Freunde zu finden und sich halt auch sinnvoll zu betätigen und seinem Hobby oder seiner Leidenschaft nachzugehen. Jetzt ein bisschen noch damit er die Info kriegt. يعني سألوا هذا السبور يعني بتفيد عن اللجوء اللي بيجوا لهون يعني شيء كويس وقال هو ايه يعني بتفيد كتير يعني هو كان بأمريكا بشباين وهونيك إذا في لك شيء مع بعض مع غير ناس تلتقى فيه يعني ويعني بيساعد هذا عن عن الموضوع هذا الموضوع. Wie ist denn das jetzt für dich? Wie groß sind denn die Unterschiede von Syrien zu Österreich? Wo sind sie überhaupt? الفرق عن سوريا ونمسا يعني ايش قد وشو هن هلا البلدين هن كتير حلوين وسوريا تقريبا بس تقريبا نصف مساحتها او اقل من نصف مساحتها هي صحراء شلون بس الجانب الثاني اللي هي منها هي اثريه فيها كتير معالم اثريه وخضار فيها كتير حلو كمان واضافه للبحر اوكي وبالنمسا بلد كلياتها كمان خضراء وفيها يمكن كتير بحيرات وهيك وشعبها كتير ودود هون. Also sagt in erster Linie also die Menschen hier, dass die sehr freundlich sind und gesagt, dass in Syrien zum Beispiel die Hälfte aus einer Wüste besteht und in Österreich sehr viel Grünes vorhanden ist, sehr viele Seen, hat sehr oft betont, also liebt sie ihn anscheinend und ja, die Atmosphäre, sagt er. Also, ist sie gut? Ja, er empfindet sie sehr gut. Okay. Jetzt nehmen wir uns einen Moment Zeit. Adem, was ist denn eigentlich so jetzt, was verbindet dich mit Flüchtlingen oder mit dem Thema? Also Flüchtlingen, überhaupt, dass sie einfach eine Hilfe benötigen und wir in dieser Position sind, wo wir helfen sollen.
also das Menschliche, würde ich sagen, in erster Linie. Und das Zweite ist ja, dass das im Meer im meisten Fall Araber sind aus dieser Region, aus der ich sozusagen meine Vorfahren stammen. Oft ist die Religion dieselbe. Es gibt eigentlich vieles, das verbindet. Aber in erster Linie das Menschliche natürlich. Was ist denn, du hast ja im Hintergrund Engagement für Flüchtlinge, wie schaut das aus? Etwas, ja. Also ich bin also auch ehrenamtlich in der Glaubensgemeinschaft, im Jugendrat. Und wir haben seit circa 5 Monaten auch einen Deutschkurs gestartet, die schon bereits in Salzburg sind, die anerkannt wurden. Und also wir lernen mit denen Deutsch. Wir haben circa 8 Familien, also Familien in den Räumlichkeiten der Glaubensgemeinschaft, also Religionsgemeinde Salzburg. Und ja, ich versuche auch so privat sie zu unterstützen, wenn sie Termine haben, was das Übersetzen angeht und mit ihnen Zeit verbringen. Ja, alles möglich eigentlich. So eine helfende Hand. Etwas, ja, würde ich sagen. Wie schaut es denn Flüchtling, Stichwort Flüchtling, was verbindet dich? Ja, primär bin ich natürlich normaler Bürger in Österreich und krieg das Ganze mit über Medien, Fernsehen, Zeitung. Ja, man liest eigentlich jeden Tag die Geschichten und die Schicksale. Und ich glaube, man muss schon ziemlich kalt sein, wenn man das nicht mitnimmt. Ja. Und noch viel mehr oder viel näher ist, kommt man dann dran, wenn man die Leute trifft und mit ihnen redet und merkt wirklich, ja, was dahinter steckt. Ja, dann ist das nicht nur ein Bild aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen, sondern geht noch viel mehr unter die Haut. Und ja, ich bin eigentlich froh darum, dass sich der Zakaria gemeldet hat oder dass ich so eine Möglichkeit gefunden habe, da ein bisschen auszuhelfen und meinen Teil der Hilfe beizusteuern. Und ich finde, Sport ist eine super Möglichkeit, das zu machen. Ich finde übrigens auch, Fernsehen und Filme machen ist auch ein super Weg, Dinge sichtbar zu machen und an den Mann und an die Frau zu bringen, weil mich natürlich persönlich das Thema Flüchtlinge deswegen sehr bewegt, weil ich aus diesem orientalischen Raum für mein Leben unendlich viel gewonnen habe. Und mir es überhaupt nicht egal ist, wenn es jetzt diesen Menschen so schlecht geht, damit sie den sozusagen ihr Land verlassen oder vielleicht eben noch viel mehr ihre Familien. So würde jetzt mal gern uns in diese Richtung bewegen. Warum flieht ein Mensch? Und da würde ich gerne die Frage an dich richten. Was war der Grund, dass du geflohen bist und wie war die Flucht? هي بسنة 2012 بالأحداث الأخيرة بسوريا وقت توفى أخي بالحرب وهي قررت أنا وأهلي نطلع على الأردن. Also 2012 hat er diese Entscheidung getroffen, dass er nach Jordanien gegangen ist und der hauptsächliche Grund war, dass sein Bruder im Krieg gestorben ist. بعدين قعدت بالأردن تقريبا في فترة سنة أو سنة ونص لعبت مع نادي يعني كألعاب قوى جبت بطولتين بالأردن بطولة المملكة وبطولة الأندية في ألعاب قوى. So dann war er in Jordanien sozusagen 1,5 Jahre circa und da hat er auch 2 Meisterschaften gewonnen für dieses Land. وبعدها رجعت على سوريا كمان قعدت فيها تقريبا شي سنة تنقلت فيها بين ضلعة
الشام، دير الزور، رقة، حلب، آخر شيء خلاص خليني أطلع على تركيا. Dann ist er wieder zurück nach Syrien gegangen, indem er oft von Stadt zu Stadt übersiedelt ist. Und letztendlich dann hat er gesagt, wollte er raus und ist in die Türkei geflüchtet. Aber wie muss man das vorstellen? Hast du da Familie in Syrien? Eiltag bei Syrien? Hala, la, eilt ja la, halien, ne, aschin, bi, medien, target, bi, Jordan. Also Jordanien ist die Familie. In Jordanien ist die Familie. Genau. In relativer Sicherheit oder? Ja, die Hände Honig بالهاكي بالكامبل لا احنا طلعوا عم يسكنوا بالمدينه ساكنين بالمدينه ساكنين بالمدينه وكل بس انا رجعت لحالي سو genau in Sicherheit in einer Stadt und sie leben dort sozusagen. Wenn er in Syrien geblieben wäre, was hätte passieren können? شو كان يصير اذا بطل بسوريا يعني؟ اول شيء كل المناطق اللي عاد فيها كان فيها صراع اول شيء وثاني شيء كل جهة من الجهة بدها اياك تقاتل معاها او تنقتل. Also in erster Linie in den Städten, in denen er gelebt hat, gab es Auseinandersetzungen, sozusagen Straßenkriege. Und das zweite Problem ist, dass jede Gruppe sagt, dass er für uns kämpfen soll. Also in dem Fall würde er dann gezwungen, für irgendeine Gruppe dort zu kämpfen. Gezwungen hast du einfach eingezogen? Genau. So, zack. Ne. Okay. Und wie hast du das dann gelöst oder hingebracht? Yani, كيف طلعت قبل ما يجوا يسألوك ولا هربت ولا كل منطقة بدك تفوت عليها بدك تتعرض لتفتيش وبعدين بياخذوك على مناطق العلم عن ناس معينين اللي عندهم وبحطوك بأماكن مدرسية مثلا مدارس هي مخصصة للشبان يعني بدون عائلات in jedem Bereich also gibt es dann sozusagen Kontrollstellen und wo er da dann ankommt, wird er dann in gewisse Einrichtungen, Trainingslagern sozusagen eingebracht. Wie hat er das gemacht, dass er sich da... Schief hat er mit mir nun? Tareben an der Bisente 2014, bei Schahr 8, in Habest an Daesh, bei Raqqa, bisweb an einer Mai Hawaii Tlajik bei Urdun und Mai Schriha Urdunie. Also im Jahr 2013 wurde er eingesperrt von der IS, weil er einen jordanischen Ausweis hatte. Und dann haben sie ihn nach circa 2 Monaten freigelassen. Weil sie also doch gewusst haben, dass er Syrer ist. بعدين طلعت من Raqqa على حلب ومن حلب طلعتني طالع على تركيا. Dann ist er also von Raqqa über Halep sozusagen Aleppo in die Türkei geflüchtet. Und in der Türkei willkommen geheißen oder? Kif قبلوك التراك يعني بتركيا. كان مستقبلهم كتير حلو يعني احنا مهجرين من بلدنا شعب كتير كويس وكتير لطيف also sie haben ihn gut empfangen sozusagen und er sagt dass es ein gutes Volk ist ja. wie war es dann in der Türkei du hast ja 1,5 Jahre in der Türkei gelebt und auch gearbeitet hast du da Arbeitserlaubnis gehabt oder war das sind ja unsere die ضليت بتركيا واشتغلت تقريبا ضليت بسنة سنة وشهر تقريبا في لك كان مساعدة للشغل؟ والله ما كان في مساعدة للشغل هي مجرد معرفة عن طريق شاب رفيقي بيعرف معمل أو شركة تشتغل بالموزايك وأنا رحت عليها Also er hat keine Arbeitserlaubnis, aber er hat über seinen Freund sich bei dieser Firma sozusagen vorstellen können und hat einfach so gearbeitet.
Wo war das? In Istanbul, oder? Wie Istanbul stand, ne? Ja, Istanbul. Genau, Istanbul. Istanbul. Mhm. Istanbul ist eine schöne Stadt. Ich liebe Istanbul. Hier kenne ich ja Istanbul, ist gut. Ah, Berlin ist ja hier. Und hier ist so ein Eichhörnchen und hier. Also eine Touristenstadt und eine Industriestadt, sagt er. Ja, ja, aber nicht nur. Nicht nur, ja. Wenn man da die Zugänge hat. Ja. Ja. So, und wie kommt es jetzt zu diesem Weg nach Österreich? Mit Türkei, Kiew, geht bei den Ländern. Hei, so trügelig hier. Trägt man Medina Istanbul, an Medina Bodrum, اللي هي على الساحل بين اليونان وتركيا. في عن طريق شباب رفقاتي متعرفين على مهرب مثل كل الناس يعني السوريين او المهاجرين. Also er sagt, dass es eine ziemlich lange Geschichte ist. Er ist von Istanbul nach Bodrum an die Küste sozusagen gegangen und da hat er Freunde, die Schlepper kennen sozusagen und über diese Schlepper ist er dann über das Mittelmeer gekommen. Yani, geht man Bodrum, ja, weil Yunnan. أخذ منا وقت مشيم 1100 دولار على جزيرة كوس. لوين؟ كورت. كوس. باليونان. Also genau, also in die also in zu Griechenland ist er dann mit dem Boot gekommen und da hat er circa 2000 Dollar an den Schleppern bezahlt. Von Bodrum rüber nach genau. Kurs, oder? Kurs, genau, ist in Griechenland. Ja. Okay. وبجزيرة كوس بيعطوك ورقة اسمها ورقة طرد. هذه الورقة بتسمح لك انك تركب بالباخرة على اثينا. بالسياحة يعني بالباص ولا بالباخرة. باخرة. اوكي. Dann ist er geht nach Namsi. لا على اثينا. اثينا. Also dann ist er in die Hauptstadt, also Athen. بعد اثينا طلعت على مقدونيا. بعد ما اخذت الخارطية من اليونان. ورقة طرد كمان ثانية. طلعت على مقدونيا ومن مقدونيا على صربيا. So, dann ist er nach Mazedonien, dann über Serbien. Mit Bus oder? بالباص المشي ولا؟ بين اليونان ومقدونيا مشي وبعدين بالقطار على صربيا. Also in Griechenland und in Mazedonien ist er ziemlich viel gegangen und dann ist er mit dem Zug in Serbien. Also gefahren. وعلى حدود الصربية وعلى حدود الصربية تقريبا داخل صربيا مشينا تقريبا بين العشر ساعات والحداشر ساعة. من وين فتوا بعدين للصرب؟ ما بعرف شو اسم المدينة والله ما بتذكر. اوكي. So und in Serbien, also kurz vor der Grenze, sind sie auch wieder dann circa 10 Stunden gegangen nach Österreich. Und in Österreich hast du dann da einen Asylantrag gestellt oder? بعد ما جيت للنمسا طلبت الرجوع هون. اي وقت لجيت هون على النمسا طلبت الرجوع يعني وحتى ضليت تقريبا في ساعتين عم دور على مخبر مشان اطلب اللجوء فيه وهيك. Genau, وين فتت؟ في فيينا. في فيينا. So, dann wie er in Wien angekommen ist, hat er gleich den Asyl beantragt. Da hat er auch also gute 2 Stunden gewartet. Am Revier und ja. Wie, was war der gefährlichste Abschnitt? Einer شو قلت يعني هذا كان كتير تهليكه وهذا جاي شو؟ أصعب شيء كان عندي هي المنطقة الهنغارية بلد هنغاريا تقريبا بين صربيا وهنغاريا مشيت من مسافة كتير كبيرة يعني يمكن 100 كيلومتر لحالي. وقت ضيعت انا جروب الشباب اللي كنت معاه والعائلات اللي كنت معاهم ضيعتهم بالغابه ومشيت لحالي 100 كيلومتر هاي كانت اصعب شيء. Also er sagt, das schwerste war, dass er zwischen Serbien und Österreich, also in Ungarn, dass er seine Gruppe verloren hat und circa 100 Kilometer gegangen ist ohne Orientierung und da hat er sich halt ziemlich beängstigt gefühlt. وهون وقت طلبت اللجوء بالنمسا وبالمركز الرئيسي بتراسكيخ يعني الكامب الرئيسي عالجوني معالجات لأنه تأذيت كتير خصوصا جريت كتير تأذوا من ناحية المشي.
Und wie er dann halt in Dreiskirchen angekommen ist, waren seine Füße sozusagen sehr, sehr ziemlich kaputt. Und ja, das war das Beängstigste. Was mich einfach noch interessieren würde, aus dem, was du erlebt hast, kriegst du mit im Fernsehen oder so, was sich im Moment für Flüchtlingswellen über Europa ergießen? بتأي أنت للبرنامج يعني شو يصير بهذا المرتجين يعني يجوا بتأي للتلفزيون يعني بتشوف يعني شو يصير معهم بتأكد؟ يعني دائما والله يعني من جديد صار كتير عم تابع البرنامج هذا وإن شاء الله يعني ما يصير بحدا مثل ما صار فينا يعني تعذبنا كتير على الطريق يعني. Er sagte, dass er in letzter Zeit ziemlich viel in den Medien halt nachsieht und er wünscht halt, dass alle heil ankommen, wo sie hinwollen. Wie ist denn das? Würdest du wieder zurückholen oder willst du da bleiben? بتريد ترجع بعدين لسوريا ولا بتريد تضل بقى هون؟ هلا بما انه سوريا فيها حرب اكيد ما راح افكر برجع. Solange noch in Syrien dieser Krieg vorhanden ist, würde er nicht zurückgehen. Ja, sag ich mal danke. Danke für das, dass du uns das erzählt hast. Und ich freue mich, dass du da bist und dass du in Österreich so gut aufgenommen wurdest. Ja, ich habe mich gefreut. طال هون بنمسه يعني بحال كويس. أنا كمان بتشكر النمسا كتير على الاستضافة تبعيتهم واللي هلا عم نشوفه كتير من أوروبا يعني ما عم نشوفه أكتر من أكتر دول عربية اللي هي سكرت أبوابها بالنسبة للسوريين. bedankt sich ebenso bei Ihnen so beim ganzen österreichischen Volk bei den Europäern, denn er sagt diese Gastfreundschaft hat er haben viele arabische Länder nicht gezeigt, die Europäer sozusagen gezeigt haben. Ja, Dublin. Da hat er recht. Einige Fragezeichen über. Da hat er recht. Gehen wir ein bisschen zu der gegenwärtigen Situation. Wenn ihr alle seht, was da im Moment passiert und wir, glaube ich, bewegen uns im Moment in einem Zeitraum, sowas hat es überhaupt noch nie gegeben. Und dann sehen wir diese Menschen und auch, denke ich mir, auch die Angst der Menschen vor Fremden, die ich ja wieder verstehe. Und ich habe so viele Menschen, ich war sehr viel im Orient kennengelernt, die mich sowas von herzlich aufgenommen haben, dass ich eigentlich froh bin, dass Österreich so herzlich ist. Ein Land mit Herz. Vielleicht lasst uns noch ein bisschen drüber reden, was euch wichtig ist, wie ihr die Situation erlebt, was ihr für Wünsche habt an die Zukunft und da bitte ich euch. Willst du beginnen? Oder? Du hast so lange nichts gesagt. Ja, nee, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber ich glaube, wenn man zusammenhilft und wenn jeder im Kleinen ja, seinen Teil beisteuert und Leute willkommen heißt oder ihnen dort und da hilft oder sei es im Sport oder Kochen oder was auch immer, kann jeder sicher seinen Teil beitragen und das Ganze viel einfacher machen, ja, und Integration erleichtern. Und ich glaube, das ist ja eine der wichtigsten Sachen oder eine der größten Herausforderungen, ja, dass die Leute, die herkommen, dass die auch gut integriert werden. Und eine der wichtigsten Sachen ist sicher, die Sprache zu lernen und dann eine Beschäftigung zu finden. Ja. Und der Zakaria hat studiert, macht Sport und ist Künstler nebenbei. Ich glaube,
Er wird da keine Probleme haben, hier in Österreich einen Job zu finden. Aber es fängt sich ja schon mal damit an, dass er im Moment als Asylwerber nichts arbeiten darf, obwohl er Zeit hätte und motiviert wäre, was zu tun. Und das ist, glaube ich, auch was, ja, was sicher noch sich verbessern ließe. Ja, da, ja. Ja, also schön wäre es, wenn es keine Kriege geben würde, aber die gibt es leider und wir können vielleicht in Syrien nichts unternehmen, aber wir können schauen, dass wir die Menschen, die zu uns kommen, unterstützen einfach, wie auch du schon gesagt hast, also in jeder Hinsicht, wenn jemand für sie Essen spenden kann, Essen, Kleidung. Wenn sie Betreuung brauchen in diesem Sinne, also es ist genug zum Tun, würde ich sagen. Ich glaube ja. Also, wo ich mich betroffen bezeichne, ich habe natürlich durch meine mediale Tätigkeit sehr viel Kontakt mit am Bahnhof, was sie dort. Ich beobachte das eine und das andere. Und ich sehe auch Menschen, die unglaublich hilfsbereit sind. Und dann gibt es die Menschen, die sind einfach frustriert. Konkretes Beispiel, da kommt jemand mit gewarnt, möchte das abgeben, aber das Lager ist voll. Ja? Und verlässt enttäuscht, zutiefst enttäuscht wieder den Bahnhof. Solche Menschen sehe ich auch, die gehen mir nahe überhaupt und dann, ja, dann tue ich halt nichts mehr, auf einmal auf dem Tisch ist. Ist das, was natürlich hier passiert, nicht einfach eitle Wonne. Gleichzeitig sehe ich aber dann auch Sachen wie zum Beispiel, wenn man überlegt, 1000 Menschen am Bahnhof brauchen einen Platz und werden von der Polizei, vom Bundesheer, Roten Kreuz, Caritas, helfenden Händen tatsächlich so durchgeschleust, dass das klappt. Bin ich unglaublich beeindruckt. Ja? Und keiner von uns, glaube ich, kann im Moment die Zukunft lesen, aber ich denke mir, dass das einfach geschultert werden muss und uns in unserer heutigen Zeit ausmacht. Und ich möchte die Flüchtlinge nicht durchwinken, sondern sagen, schön, dass du da bist und vor allem zu dir, schön, dass du uns deine Geschichte erzählst. Shukran. Danke. Und ich hätte jetzt einfach eingeladen, dass wir die letzten 2 Minuten. Bringt es auf den Punkt, was euch berührt, wie es euch geht, was ihr, wie wir Zukunft gestalten wollen. Also, ich würde sagen, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe die Herren heute kennengelernt und dass die als gemeinsames also Sport laufen sozusagen gefunden haben, das ist also ein super tolles Beispiel. Da könnte sich, glaube ich, jeder etwas abschauen. Leider seid ihr auf einer so hohen Leistungsebene, dass nicht jeder mitmachen kann. Aber es stimmt, ja. Es ist natürlich wirklich ein sehr gelungenes Beispiel von Integration. Ja, Definitiv. danke. Was ist denn? Ja, bis jetzt hat es sehr gut geklappt mit uns zwei im Training. Ich hoffe, das geht so weiter. Wir werden da jetzt fleißig weiterarbeiten, mehrmals in der Woche. Und ja, ich hoffe, der Zacharia findet Gefallen daran, findet gut ins Training und lernt Deutsch und integriert sich weiter und dass er diesen Sprung gut schafft. Betretet Kulschiali? أنا أكيد أحكي أول شيء بتشكر لكونتر كثير لأنه كثير عم تعذب معي عم ياخذني على التمرين يجيبني وخصوصا لا ساكن بمنطقة موتسي
Also als erstes möchte er sich bei seiner Familie, also die ihn hier aufgenommen hat, bedanken. Und bei dir, also dass er sagt, dass sie sich sehr viel für ihn einsetzen und sich Zeit nehmen für ihn. وهذا صار عم يتمرن تقريبا بنهار تمرينين مشان رجع الشيء اللي انا ضيعته اللي تقريبا لي شيء 6 شهور ما تمرنت وهلا هون بالنمسا عم يتمرن من اول جديد على المكتب يعني so und er hat also ihm fehlen auch laut Ausbildung ein paar Monate und die möchte er noch sozusagen hier vollenden وانا بحب اتشكر كثير السيد غوريان المس اس اي دول اللي هلا عايش معهم هاي العائله كثير كويسه وعايش معهم بمنطقه المولسه زلمه رجل سيد جوريان هو رجل رياضي عم يتمرن انا وياه كل نهار تقريبا Also die, also der Herr, der ihn sozusagen aufgenommen hat, wie gesagt, er geht mit ihm zweimal tags trainieren und so. Er bedankt sich bei ihm extra. Ja, wieder ist die Zeit deines Open Studios vorbei. Ich möchte euch drei sehr herzlich danken fürs Kommen, gerne. Für die Bereitschaft gerne. Und wirklich auch für das Dasein. Das ist so ein bisschen mein Stil, zu sagen, ich möchte gerne erzählen von Schicksalen und Menschen und dem, was uns alles verbindet. Und ich möchte Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseherinnen, Zuseher, recht herzlich danken, dass Sie die Zeit mit uns geteilt haben. Das Thema wird mich, glaube ich, auch in nächster Zeit noch ziemlich beschäftigen. Und ich danke Ihnen fürs Zusehen und das Zuhören und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und eine gute Nacht.